Guten Tag und willkommen beim Wetter. Der Freitag verläuft trüb und regnerisch, begleitet von stürmischen Windböen. Die Schneefallgrenze liegt anfangs noch bei 1000 Meter und steigt im Laufe des Tages wieder an. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad. Der Samstag bringt weitere Niederschläge und es bleibt weiterhin windig, auf den Bergen sogar stürmisch. Ab dem Nachmittag kann es öfter trocken bleiben und die Höchstwerte liegen wieder bei 10 Grad. Auch heuer gibt es keinen Schnee am Heiligabend. Der Sonntag bringt sonnige Phasen und vereinzelte Regenschauer sowie milde Temperaturen bis zu 11 Grad. Vorarlberg Live. Heute mit Thomas Flachs. Ja, einen schönen guten Abend. Von einer historischen Einigung sprach Ursula von der Leyen, also die Präsidentin der Europäischen Union, in dieser Woche. Grund für ihre Euphorie: Einigkeit in der EU-Asylreform. Herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Vorarlberg Live. Ja, und was die Neuerungen in Europas Asyl- und Migrationspolitik genau bringen werden, das lässt sich wohl erst in einigen Monaten, wenn nicht Jahren, sagen. Sicher ist aber eins: die Gangart, die wird deutlich schärfer. Was sich vor allem an den Außengrenzen der EU ändern soll, auch darüber wird mit meinem heutigen Gast zu sprechen sein. Er wurde 1970 im deutschen Bonn geboren. Seit 2019 leitet er die Vertretung der EU-Kommission in Wien. Davor war er Kabinettschef vom EU-Präsidenten Jean-Claude Juncker und später eben Generalsekretär der Kommission. Martin Sellmayr, er teilt mit uns heute seine Perspektiven auf die europäische Politik und ich sage einen schönen Abend nach Wien. Herzlichen Dank für die Einladung nach Vorarlberg. Guten Abend, Herr Sellmayr. Die EU-Asylreform, mit der wollen wir beginnen. Derzufolge soll es künftig einheitliche Grenzverfahren an den EU-Außengrenzen geben. Geplant ist insbesondere ein etwas härterer Umgang mit Menschen aus Ländern, die als relativ sicher gelten. Ist das der neue Stil einer gemeinsamen EU-Politik? Nein, es ist die Durchsetzung des geltenden Rechts, Herr Fax. Wir haben in Europa ein Asylrecht, auf das wir stolz sein können, dass Menschen in Not, die vor Krieg, Terror und Bedrohung fliehen, dass die bei uns Aufnahme finden. Das wird aber nur dann funktionieren, wenn andere Personen, die aus anderen Gründen nach Europa kommen, nicht bei uns Aufnahme finden. Wir können nicht jeden auf unserem Kontinent beherbergen. Wir sollten aber daran festhalten und müssen aus rechtlichen Gründen daran festhalten und wollen aus moralischen Gründen daran festhalten, dass jemand, der vor dem syrischen Bürgerkrieg flieht oder aus der Ukraine zu uns kommen möchte, dass der weiterhin bei uns Aufnahme findet. Und deshalb ist das heute eine ganz wichtige Entscheidung, dass wir in Zukunft an den Außengrenzen danach unterscheiden, wer hat bei uns aller Wahrscheinlichkeit einen Anspruch auf Asyl, der bekommt weiterhin das Asylrecht, was ein europäisches Grundrecht ist. Und wer hat aller Wahrscheinlichkeit nach keine Chance, bei uns zu bleiben? Wer ist ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling? Der muss zwar ebenfalls überprüft werden, aber in einem schnellen Verfahren, das maximal 12 Wochen dauern darf. Und wenn er keinen Anspruch auf Asyl hat, dann muss er in die Heimat zurückgeführt werden. Das ist hart, ist aber auch wichtig, dass auf unserem europäischen Kontinent wir weiterhin das Asylgrundrecht gewährleisten können, was die Grundlage unserer europäischen Werte ist. Jetzt ging dem Ganzen natürlich ein zähes Ringen voraus, bis man sich da einig wurde. Und bislang wurde eben diese Solidarität immer von verschiedenen Seiten torpediert. Warum soll das jetzt besser werden? Warum soll das ausgerechnet jetzt funktionieren, dass hier die Außengrenzen besser geschützt werden? Nun, Solidarität ist eine wichtige Grundlage der Europäischen Union. Sie funktioniert aber nur dann, wenn man weiß, dass sie einen nicht überfordert. Und deshalb ist hier eine verpflichtende Solidarität heute vereinbart worden, aber eben nur für diejenigen, die einen Anspruch auf Asyl haben in Europa. Und ich glaube, das ist der richtige Kompromiss, dass wir weiterhin das Asylgrundrecht gewährleisten und dass das alle 27 Staaten gemeinsam solidarisch tun, dass wir aber auch den Staaten an den Außengrenzen der Europäischen Union, die ja die Hauptlast tragen. Denken Sie, was Italien auf Lampedusa zu bewältigen hat, was an der griechischen Außengrenze zu bewältigen ist. Dort müssen wir gemeinsam helfen. Das ist nicht eine Angelegenheit,
die nur Griechenland oder die nur Italien betrifft oder Spanien betrifft. Das ist etwas, was uns alle betrifft. Und deshalb muss Solidarität auch hier greifen. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt nach, in der Tat, 7 Jahren demokratischen Ringen gelungen ist, zwischen allen 27 Mitgliedstaaten, die unterschiedliche Ausgangspositionen hatten, zwischen dem Europäischen Parlament, das ja alle Fraktionen, alle politischen Richtungen beinhaltet, dass es jetzt gelungen ist, dieses große Paket, das man, wie Sie richtig sagen, in seiner gesamten Dimension wahrscheinlich erst in den kommenden Wochen ermessen wird, dass das jetzt gelungen ist. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Eine härtere Gangart der EU ist jetzt sehr vereinfacht gesagt. Wie schauen denn die konkreten Maßnahmen jetzt aus? Würden Sie uns die bitte einmal skizzieren? Also ich nenne ein paar beispielhafte. Das erste ist, dass das Asylverfahren gestraft wird. Also ich würde härtere Gangart, das ist, finde ich, eine sehr einseitige Darstellungsweise. Denn wenn ein Asylverfahren innerhalb von 12 Wochen statt innerhalb von 2 Jahren abgewickelt wird, ist das erstmal, führt es dazu, dass schnell Rechtsklarheit herrscht. Zwar sowohl für die betroffene Person, sie weiß, sie bekommt Asyl oder nicht, aber auch für die Mitgliedstaaten, die am Ende eine Heimstatt bieten sollen oder für die Rückführung verantwortlich. Also das ist eine wichtige Klärung. Führt es zu Härte? Nein, es führt zu schnellerer Rechtssicherheit und macht auch denjenigen deutlich, die nach Europa kommen, obwohl sie von vornherein wissen, dass sie kein Recht auf Asyl haben. Es lohnt sich nicht. Und das führt dazu, dass die Schleuser weniger Nachfrage bekommen werden, über das gefährliche Mittelmeer zu fahren. Wenn man weiß, na, es bringt nichts, denn ich habe ja keinen Grund auf Asyl, ich möchte gerne nach Europa, aber das hat möglicherweise keine großen Aussichten, da ich keinen Asylanspruch habe. Zweite Sache, ganz wichtig, die sogenannte legale Migration. Wir wollen es in Zukunft möglich machen, dass die Menschen, die nach Europa kommen werden, das können, aber eben kontrolliert, gemanagt über die europäische Blue Card, die Teil dieses Kompromisses ist. In Österreich gibt es ja die Rot-Weiß-Rot-Karte. Es gibt also verschiedene Möglichkeiten, nach Europa zu kommen, aber geregelt, nicht in einem Schlauchboot und nicht über die Westbalkanroute, sondern in einem geregelten Verfahren. Auch das ist wichtig. Dritter Punkt, alle Staaten an den Außengrenzen bekommen mehr Geld, mehr Unterstützung dafür, dass sie an den Außengrenzen für ganz Europa diese Unterscheidung zwischen Asylberechtigten und Nicht-Asylberechtigten durchführen. Das ist eine gemeinsame Aufgabe. Es wird eine gemeinsame europäische Asylagentur dabei helfen, dass vor Ort geprüft wird. In allen Sprachen muss man ja da Übersetzungen anbieten, rechtliche Beistand bieten, dass das an den Außengrenzen passiert. Und letzter Punkt von vielen, vielen Punkten. Es wird mit den Drittstaaten um die Europäische Union herum noch enger zusammengearbeitet. Denn Menschen, die zu uns kommen, kommen ja durch andere Länder. Und hier müssen wir bereits mit den Ländern zusammenarbeiten, bevor die Menschen in die Schlauchboote steigen und sich auf diese gefährliche Reise machen. Und hier ist im heutigen Paket beinhaltet, dass es hier sowohl Anreize für die Drittstaaten gibt, nämlich Geld in diesem Fall, dass wir hier auch natürlich unterstützend eingreifen werden, aber auch absteckende Instrumente, wenn sie nicht kooperieren, beispielsweise Menschen aus ihren Ländern nicht zurücknehmen, dann wird die Europäische Union auch die Entwicklungshilfe oder andere Instrumente wie die Visa-Liberalisierungspolitik einsetzen. Wer mit Europa zusammenarbeiten will, muss auch seine Staatsangehörigen, die zu uns kommen und keinen Asylanspruch haben, wieder zurücknehmen und kann nicht sagen, mit denen habe ich nichts zu tun. Dann kann man über Visapolitik reden, dann kann man über gemeinsame Wirtschaftsprojekte reden. Herr Flachs, das ist keine härtere Gangart, sondern eine realistische Gangart, die auch die Sorgen und Nöte unserer Bevölkerung berücksichtigt, aber gleichzeitig den humanitären Anspruch Europas für diejenigen, die einen Asylanspruch haben, nicht aufgibt. Was man nicht verhindern wird können, dass es nach wie vor Punkte geben wird, wo sich sehr viele ankommende Menschen auch versammeln werden. Sprichwort gewisse Lager, auch Bilder, die damit verbunden sind. Wie will man hier sicherstellen, dass hier auch Menschenrechte eingehalten werden? Also erstmal muss man sich klar machen, dass es immer Migration geben wird in Richtung von Ländern oder Kontinenten, die sehr, sehr wohlhabend, sehr sicher sind und sehr attraktiv sind. Und Europa, das kommen im Jahr etwa 300.000 irreguläre Migranten zu uns. In den USA, die eine viel kürzere Außengrenze haben zwischen Mexiko und die USA, da kommen 2,5 Millionen. Also Sie sehen, das ist ein Thema, das nicht nur Europa betrifft, sondern alle wohlhabenden Staaten der Welt. Und wir in Europa tun deshalb gut daran, erstens zu wissen, wir sind da nicht die Einzigen. Wir machen etwas ganz Wichtiges, einen Ausgleich zwischen Menschenrechten und aber auch dem Schutz unseres Kontinents und unserer Bürgerinnen und Bürger. Und das Letzte, was, glaube ich, ganz wichtig ist, Lager ist ein hartes Wort. Aber natürlich muss an den Außengrenzen
erstmal entschieden werden, ob jemand einen Anspruch auf Asyl hat oder nicht. Ich kann mir nicht daran erinnern, dass man Ellis Island von New York, das war auch ein Lager, aber ich habe noch nie das Wort Lager gehört, auch das viele Menschen auf einen Raum und dann wurde eben genau geprüft, ist das jemand, der hier an Land gehen kommt oder nicht. Und wir werden nicht ein Ellis Island in Europa haben, sondern wir werden da viele haben. Es ist von mehreren solchen Auffangzentren an den Außengrenzen der Europäischen Union die Rede. Dafür werden alle Mitgliedstaaten gemeinsam verantwortlich sein. Und das ist, glaube ich, die Garantie, dass hier auch Menschenrechte eingehalten werden und dass dort alle ihre Polizisten, ihre Juristen, ihre Übersetzer zur Verfügung stellen über die Europäische Asylagentur, über Frontex, unsere gemeinsame Außengrenzschutzagentur und auf diese Weise gemeinsam dafür sorgen, dass man eben nicht das nur den armen Staaten an der Außengrenze überlässt, die damit nun mal geografisch in der Lage sind, sich auseinandersetzen zu müssen, sondern dass jeder Mitgliedstaat sich verantwortlich fühlt. Dieses Paket ist ein Paket der gegenseitigen Verantwortung und der Solidarität und der Einhaltung des Rechts. Eine letzte Frage zu diesem Thema. Sie haben es ja kurz angesprochen, auch schon fast beantwortet. Migration lässt sich nicht stoppen, wird sie lange, lange Zeit werden wir uns damit auseinandersetzen müssen. Da stellt man sich zwangsläufig auch die Frage, ob man sich jetzt mit dieser Reform, ob sich da die EU jetzt auch ein bisschen Spielraum verschafft, Zeit kauft, muss man noch längerfristig gedacht, einfach auch andere Wege erschließen, um eine gesunde Migration EU-weit sicherzustellen? Ich glaube, das heutige Paket hat das sind fast 2000 Seiten, die da alle Mitgliedstaaten und das Parlament gemeinsam vereinbart haben. Also da ist, glaube ich, alle Aspekte der Migration, von der legalen Migration bis zum Außengrenzschutz, bis zur Zusammenarbeit mit den Drittstaaten und der Verstärkung der Asylverfahren, das ist alles drin. Aber das reicht insofern nicht aus. Insofern haben Sie recht, dass es gibt ja Ursachen von Migration. Und die Ursachen von Migration liegen im Bereich derjenigen, die vor Krieg und Terror und Folter und anderen Bedrohungen fliehen, darin, dass wir eine sichere Welt um Europa brauchen. Und wenn Sie mal die Ereignisse der letzten Tage mitverfolgen, die Europäische Union positioniert sich zurzeit als geopolitischer Akteur. Wir wollen, dass in unserer Nachbarschaft statt eines Rings der Instabilität und der Feuer ein Ring der Stabilität entsteht. Das ist das beste Instrument gegen Migration und Not, dass wir um die Europäische herum Freundschaft, Stabilität und Wohlstand bauen. Deshalb hat die Europäische Union letzte Woche mehreren Staaten, sowohl auf dem Westbalkan als auch Ukraine, Georgien und Moldawien, Beitrittsgespräche angeboten beziehungsweise diese beschleunigt. Die Kommissionspräsidentin ist gerade in Afrika unterwegs gewesen und hat hier mit mehreren Staaten, Kenia, Ruanda, Abkommen geschlossen, und zwar Wirtschaftspartnerschaften. Wir müssen zusammenarbeiten im Bereich der Entwicklung erneuerbarer Energien, wirtschaftliche Entwicklung. Das sind langfristige, dicke Bretter, die wir da bohren müssen. Aber die sind nach dieser heutigen Einigung extrem wichtig für die mittelfristige Perspektive. Europa muss Friedens-, Sicherheits- und Wohlstandsmacht auch in der Nachbarschaft, auch in anderen Kontinenten werden. Und da werden wir Europäer unsere Solidarität einsetzen müssen, damit tatsächlich Migration sicher nicht beseitigt, aber zumindest die Ursachen der Migration ein Stück weit reduziert werden können. Zur Ausweitung der EU, da kommen wir mal ein bisschen später in dem Gespräch, kommen wir noch zu anderen dicken Brettern, die gebohrt werden müssen, kommen wir zum Green Deal und der EU, sprich die Ergebnisse der UN-Klimakonferenz in Dubai. Auch hier war zwar Einigkeit kommuniziert, aber es gibt etliche offene Fragen dazu. Im Schlussdokument liest man, der Übergang weg von fossilen Energieträgern in den Energiesystemen. Alles ein bisschen mühselig zu lesen und auch zu verstehen. Was heißt das genau für die EU und natürlich auch für Österreich? Was wurde da beschlossen und was bedeutet das für uns Menschen, die hier in der EU in Österreich leben? Also es war in der Tat eine ganz wichtige Konferenz, die da stattgefunden hat. Man nennt das ja COP28, also die Vertragsstaaten der Klimaschutzkonferenz haben ja eine Weltkonferenz organisiert. Das sind die Staaten der Vereinten Nationen. Und da sitzen 198 Staaten am Tisch, die Mitglieder der Vereinten Nationen, also die gesamte Weltgemeinschaft. Die haben 2 Wochen intensiv verhandelt. Und was sie am Ende beschlossen haben, das ist ja noch komplexer als die Europäische Union. Wir sind nur 27. Hier müssen sie zu 198 etwas zusammenbringen. Erstmal freue ich mich persönlich,
dass es bei so etwas gelungen ist, am Ende eine Einigung herzustellen. Ich meine, da sitzen ja auch Länder wie Russland oder China mit am Tisch. Also es gibt Konflikte auf der Welt, es gibt Kriege auf der Welt. Und trotzdem kann man sich in dieser großen Zukunftsfrage des Klimaschutzes eine Einigung herstellen. Und nicht alle gehen auseinander und haben sich gestritten. Man hat sich geeinigt in dem Punkt, den Sie vorgelesen haben, dass das Ende des Zeitalters der fossilen Brennstoffe jetzt begonnen hat. Und das ist eine Sensation, weil trotz der Pariser Klimaschutzkonferenz, trotz des Weltgipfels in Rio und anderer historischer Ereignisse, hat sich die Weltgemeinschaft noch nie darauf verständigt, dass man sagt, eines Tages ist das zu Ende mit den fossilen Brennstoffen. Es steht sogar ein Datum drin, das ist das Jahr 2050. Und darüber freue ich mich persönlich. Es ist ein Volk der Verhandlungen der Europäischen Union. Die Europäische Union hat in Dubai als eine Verhandlungsteam verhandelt. Wir sind da als Team Europe sozusagen aufgestellt, wie eine sehr gut organisierte Fußballmannschaft. Und in Europa haben wir uns verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Das klappt aber nicht, wenn der Rest der Welt nicht mitmacht. Und deshalb eine sehr gute Nachricht. Der Rest der Welt hat sich auch die Petrostaaten, auch die Ölförderstaaten, auch die Staaten, die viele fossile Brennstoffe verbrennen, haben sich darauf verständigt, wir kehren ab von den fossilen Brennstoffen und bis 2050 ist Schluss damit. Also eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Vielleicht noch zwei weitere wichtige Entscheidungen. Den Staaten im globalen Süden, also den ärmeren Staaten der Welt, wird ein Fonds zur Verfügung gestellt, damit sie Unterstützung bekommen bei diesem schwierigen und auch teuren Weg der Umstellung raus aus fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien. Und da haben alle EU-Staaten, auch Österreich, auch die Europäische Union als solches viel Geld hineingetan. Das ist auch ein Zeichen globaler Solidarität, sonst funktioniert das nicht. Und wir haben uns darauf verständigt, die erneuerbaren Energien bis 2030 weltweit zu verdreifachen und die Energieeffizienz, also die Sinnvolligkeit und Effizienz der Nutzung von Energie zu verdoppeln. Auch das sind Ziele, die sich die Europäische Union nach innen bereits gegeben hat, die jetzt aber 198 Staaten teilen. Und ich finde das ganz wichtig, denn alleine kann Europa das für 9% der CO2-Emissionen verantwortlich ist, die Klimawende nicht bewältigen. Aber wenn wir den Rest der Welt überzeugen, und das ist dann ein Stück weit in Dubai als Team Europa gelungen, als ganz, ganz wichtiger Kontinent, der hier vorangegangen ist, dann ist das eine gute Nachricht auch für Österreich, auch für die Europäische Union insgesamt. Wir sind nicht alleine, wir haben den Rest der Welt dazu gebracht, mitzuziehen. Und das ist gerade für die Menschen auf unserem Kontinent, aber auch für die Unternehmen, für die Wirtschaft auf unserem Kontinent eine sehr gute Nachricht. Jetzt ist aber diese 2000 Seiten starke Dokument, wie Sie sagen, ist ja auch nur das wert, was es dann auch verspricht zu halten später. Ist das Ganze ein zahnloser Tiger oder wie kann man sicherstellen, dass das, was da drinnen geschrieben wurde und noch viele Generationen was davon haben sollen, dass das auch eingehalten wird, dass man 2050 dort steht, wo man sich jetzt auch wünscht und sich auch vertraglich darauf geeinigt hat? Nun, wir sind hier auf internationaler Ebene. Das sind die Vereinten Nationen. Da gibt es keine obere Zentralinstanz, die kein oberstes Gericht, das sagen kann, ihr müsst das jetzt tun. Aber es gibt etwas, das ist Gruppendruck. Das heißt, man trifft sich alle 24 Monate wieder und jeder muss vorlegen, was er gemacht hat. Und es ist interessant zu sehen, das kennen Sie vielleicht, wenn man mal was zugesagt hat und dann trifft man sich ein halbes Jahr wieder. Hast du wirklich 3 Kilo abgenommen, wie du versprochen hast? Und jeder hat das versprochen und einige, bei denen sieht man es, bei anderen nicht. Dieser Gruppendruck, der ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, werden wir nach Weihnachten alle wieder einsetzen müssen. Und beim Klimaschutz ist das wirksamste Instrument und es hat funktioniert. Denken Sie mal, die USA waren unter Trump ausgestiegen aus dem Klimaschutz und sind, auch weil das eine wirtschaftliche Frage ist, wieder hineingegangen unter Präsident Biden und können eigentlich aus dieser Sache gar nicht mehr raus, weil die amerikanische Wirtschaft jetzt ebenfalls stark auf die Erneuerbaren setzt und versucht, Europa aufzuholen gegenüber Europa. Also das ist das Zweite, ist auch eine wirtschaftliche Frage heutzutage. Warum machen die Petrostaaten bei sowas mit? Warum machen die das? Warum unterschreiben die ein solches Dokument? Weil sie sehen, dass die Finanzströme da hineinlaufen. Gehen Sie mal durch eine Straße in Bregenz, wo ein paar Banken sind, da wird Ihnen auffallen, dass in den Schaufenstern der Banken, nicht nur in Bregenz, sondern in der ganzen Welt heute, sie Bienen und Wälder in den Auslagen als Hintergrund sehen. Warum ist das? Weil Menschen wollen heute, wenn sie Geld investieren, nachhaltig investieren. Das sind die großen Geldgeber, wollen zeigen, wir wollen etwas Gutes tun mit unserem Geld, wir wollen nicht etwas Schlechtes tun. Und so eine Konferenz wie Dubai führt dazu, dass weltweit verstanden worden ist, dass es in diese Richtung geht.
Titelseite der Financial Times sagt, das ist ein historisches Abkommen. Jetzt müssen wir alle investieren in die erneuerbaren Energien. Und das ist wirklich das, wovon ich glaube, dass wir einen großen Schritt gemacht haben. Denn wenn alle sowas unterschreiben und auch wirtschaftlich sehen, dass es ein Vorteil und kein Nachteil Klimaschutz, dann wird uns diese große Wende gelingen. Wir in Europa müssen aber weiter als Vorbild vorangehen und zeigen, dass wir wirtschaftlichen Erfolg und Klimaschutz miteinander verbinden. Und da ist gerade Österreich ein ganz, ganz wichtiges Beispiel, das das zeigen kann. Noch eine Frage zu diesem Thema. Dubai war jetzt nicht nur eine große Bühne für die Weltpolitik, auch natürlich eine große Bühne für die Lobbyisten. Und da komme ich zum Thema Kernenergie. Wie Österreich zur Kernkraft steht, im Großen und Ganzen ist wohl bekannt. Aber wie steht die EU zur Atomenergie? Also die Europäische Union hat da eine ganz klare in den europäischen Verträgen festgelegte Position. Der Energiemix, also die Wahl von Energieträgern in den einzelnen Mitgliedstaaten, ist Sache der nationalen Regierung, Sache der nationalen Parlamente. Das heißt, deshalb haben wir in der Europäischen Union die Hälfte, etwas mehr der Mitgliedstaaten verwendet Atomenergie, die andere nicht. Die Europäische Union ist insofern dagegenüber neutral, weil man darf Atomenergie verwenden. Aber man kann auch sagen, wie Österreich oder Deutschland das getan haben, wir wollen das jetzt nicht tun. Wir haben als Europäische Union die friedliche Förderung und Erforschung der Kernenergie ist Teil eines der drei Gründungsverträge der Europäischen Union, den auch Österreich bei seinem Beitritt mit unterschrieben hat. Das heißt aber nicht, dass man Atomenergie verwenden muss. Und wenn wir klimapolitisch denken, habe ich Verständnis dafür, dass der Weltklimarat, das ist ja die Grundlage der wissenschaftlichen Analyse der Klimapolitik, sagt, ja, wir wollen in die Erneuerbaren gehen, wir wollen raus aus den Fossilen. Wir werden aber, um die Ziele zu erreichen, um das 1,5-Grad-Ziel, mehr soll die Erdtemperatur ja idealerweise nicht steigen, maximal 2 Grad, um das zu erreichen, werden wir auch im weltweiten Energiemix zwischen 10% und 15% Kernenergie brauchen. Weil Kernenergie, man kann sehr unterschiedlicher Auffassung dazu sein, aber eines ist unbestritten, sie erzeugt kein CO2. Und beim Klimaschutz geht es darum ja, CO2 zu vermeiden. Also wenn jemand auf der Welt, und deshalb waren die auch in Dubai dabei, genauso wie die Ölscheichs dabei waren. Wir wollen, dass die Ölscheichs reduzieren. Aber die Atomstaaten wollen natürlich statt Öl und Gas Atomenergie einsetzen. Und es ist aus der Sicht des Klimaschutzes zunächst mal keine schlechte Nachricht, denn es führt dazu, dass drastisch CO2 aus der Atmosphäre oder nicht in die Atmosphäre gelangt. Also da auch da gilt unsere Neutralität gegenüber diesem Thema. Und wir respektieren, wenn einige Staaten sagen, wir sind nicht bei der Atomenergie dabei. Wir respektieren aber auch, wenn andere sagen, bei uns ist Atomenergie besser als ein Kohlekraftwerk. Mhm. Kommen wir zum nächsten Thema. Die Ukraine kann man auch wieder auf der einen Seite die Beitrittsgespräche erwähnen, auf der anderen Seite natürlich der Krieg, der mit Russland nach wie vor um sich geht. Jetzt die Unterstützung der USA, die finanzielle Unterstützung vor allem, man kann sich hier nicht sicher sein, wie es im nächsten Jahr hier weitergeht. Auch in Europa stehen Wahlen an. Wie schätzen Sie hier die Unterstützung in den kommenden Monaten, auch im kommenden Jahr? Der Krieg zieht jetzt dann schon ins vierte Jahr. Wie schätzen Sie hier die Unterstützung der Europäischen Union hier weiterhin an? Also wir kommen jetzt am 24. Februar ist der Krieg 2 Jahre her und wir versuchen auch in diesem zweiten Jahr zu unterstützen, dass die Ukraine eine Perspektive hat, dass sie weiß, dass sie sich weiter auf die Europäische Union verlassen kann. Wir sind heute, Herr Flachs, das ist wahrscheinlich nicht allen bekannt, die Europäische Union, die 27 Staaten und die EU-Institutionen zusammen, der größte Geldgeber der Ukraine. Wir geben fast doppelt so viel Geld an Krediten und Zuschüssen für die Ukraine aus, als das die USA tun. Das ist auch logisch, denn die Ukraine ist unser Nachbar und sie will Mitglied der Europäischen Union werden und nicht Mitglied der USA. Die USA sind ein extrem wichtiger Partner. Sie haben vor allem im militärischen Bereich sind sie natürlich viel besser ausgerüstet als Europa. Wir haben da viele Jahre lang uns auf die USA verlassen. Deshalb ist es wichtig, dass wir weiterhin in Partnerschaft mit den USA und anderen Alliierten von Japan bis nach Kanada die Ukraine unterstützen. Ich bin da etwas zuversichtlicher, dass man auch in den USA eine Lösung findet. Ja, in den USA gibt es Wahlen nächstes Jahr, Präsidentschaftswahlen am Ende des Jahres. Aber die USA haben ein komplexes Budgetsystem. Wenn man sich da im Laufe des Januar, Februar nicht auf ein neues Budget einigt,
dann muss die amerikanische Regierung zugemacht werden. Dann werden keine Gehälter mehr ausgezahlt, dann werden keine Sozialabgaben mehr ausgezahlt und eingezogen. Das heißt, das will niemand in einem Wahljahr verantworten. Deshalb bin ich zuversichtlich, dass man sich einigen wird. Auch in den USA gibt es ein Thema, wir helfen der Ukraine, dann hilft man auch Israel. So sieht man das in den USA in der innenpolitischen Diskussion. Aber die eine Partei im US-Kongress sagt, dafür möchte ich mehr gegen Migration tun. Das ist etwas, was wir, glaube ich, aus Europa ein bisschen kennen. Die USA haben ja, wie ich schon vorhin sagte, viel größere Ankunftszahlen an ihren Außengrenzen. Also ich bin sicher, dass man da einen Kompromiss schaffen wird. Und das ganz Wichtige ist, wir müssen uns alle klar machen, wenn wir unsere Unterstützung gegenüber der Ukraine, die sich gegenüber einem Aggressor verteidigt, der es einfach Land genommen hat. Das ist ja etwas, was man in Europa Gott sei Dank nicht mehr nachmacht. Einfach Land von seinem Nachbarn nehmen. Das haben wir ja Gott sei Dank mit dem Zweiten Weltkrieg aufgehört zwischen den EU-Mitgliedstaaten. Wenn wir das wieder zulassen, dann ist niemand in Europa sicher. Und wir müssen uns klar machen, dann ist unser Frieden, unsere Sicherheit, unser Wohlstand dauerhaft gefährdet. Es ist also besser, jetzt 50 Milliarden einzusetzen, um die Ukraine in den nächsten 3 Jahren zu unterstützen, als eines Tages selbst einen Verteidigungskrieg führen zu müssen. Und ich glaube, das sehen der Großteil der Entscheidungsträger auch in den USA so. Es geht hier darum, wehret den Anfängen. Und Herr Putin ist leider schon sehr weit gegangen. Und alle, die behauptet haben, er hat nur friedliche Absichten, die gedacht haben, er wird irgendwann aufhören, die haben sich getäuscht. Er macht immer weiter, wenn man nicht stoppt. Und die einzigen, die ihn stoppen können, ist die Ukraine, die deshalb unsere Solidarität, unsere Unterstützung nachdrücklich verdient hat. Und welche Rolle kann hier Österreich oder muss Österreich hier einnehmen in diesem Konflikt? Österreich ist als Mitglied der Europäischen Union extrem solidarisch gegenüber der Ukraine. Es beteiligt sich an den Finanzhilfen. Es beteiligt sich an der Aufnahme von vielen Tausenden von Ukrainern, die nach Österreich gekommen sind. Österreich ist ein neutraler Staat. Das respektiert jeder. Das ist auch in den europäischen Verträgen anerkannt. Deshalb kann es bei den Militärhilfen als solches nicht mithelfen. Aber das tun andere dafür umso mehr. Und Österreich unterstützt wiederum in anderen Bereichen, beispielsweise beim Wegräumen von Minen. Also insofern, Österreich leistet einen starken Beitrag. Und ich bin ganz sicher, und das haben wir auch letzte Woche wieder gesehen, Österreich hat die Entscheidung zugunsten der Ukraine stark mitgetragen, beteiligt sich solidarisch daran. Und ich glaube, wir können alle dafür dankbar sein, dass die österreichische Politik auf allen Ebenen erkannt hat, dass das eine entscheidende Zukunftsfrage ist für unsere Sicherheit, für unsere Zukunft, auch für unseren Wohlstand. In der Zeit sind wir schon fortgeschritten. Ich möchte noch ein letztes Thema, vielleicht 1-2 Fragen dazu. Nächstes Jahr steht gerade hier in Vorarlberg ein super Wahljahr bevor. Nicht nur die Landtagswahlen, sondern eben auch die Nationalratswahlen wahrscheinlich dann im September und davor die EU-Wahlen im Juni. Kommt der EU-Wahl damit eine besondere Bedeutung zu nächstes Jahr, dass es auch noch jetzt aus österreichischer Sicht noch vorgelagert ist vor den Nationalratswahlen? Also alle Wahlen, Herr Flachs, sind wichtig. Und Wahlen würde ich darum bitten, dass man nicht immer sagt, das ist so ganz furchtbar, dass es eine Wahl gibt. Die Wahl ist der Höhepunkt der Demokratie. Wir sollten die Angst davor haben, sondern sagen, es ist ein wichtiger Moment, wo Politikerinnen und Politiker erklären müssen, was sie getan haben. Es ist ein Moment der Transparenz, manchmal auch ein Moment der Abrechnung. Es ist ein Moment, wo man auch nochmal sich überlegen muss, was will ich eigentlich für ein Vorarlberg, für ein Österreich und für ein Europa? Es werden extrem wichtige Entscheidungen auf europäischer Ebene getroffen. Sie haben in dieser Sendung ganz viele angesprochen, von der Migration bis zum Klimaschutz, bis zur Sicherheit unserer Kinder und Enkelkinder. Deshalb bei allen Wahlen ist das Wichtige, vorher streiten, zivilisiert streiten. Wichtig ist es, Argumente sachlich auszutauschen und dann eine informierte Entscheidung zu treffen. Das Wichtigste ist, an die Wahlurnen zu gehen. Das gilt für alle Wahlen gleichermaßen. Da ist keine wichtigere als die andere. Aber alle haben es verdient, dass vorher eine gute, sachliche, kontroverse, demokratische Diskussion stattfindet. Das ist nämlich das, was uns unterscheidet. In Russland wird auch eine Wahl stattfinden. Die wird sich deutlich unterscheiden von der Wahl, die wir hier in Europa haben. Denn unsere Wahlen sind demokratische Wahlen. Vielen Dank auch für diese Antwort. Vielen Dank nach Wien, Martin Sellmayr, EU-Kommissionsvertreter. Vielen Dank für Ihre Zeit heute. Vielen Dank für die Einladung und frohe Weihnachten. Und damit bedanke ich mich auch für Ihr Interesse. Das Team von Vorarlberg Live, das ist 2024, also im neuen Jahr, gerne wieder für Sie da. Wir wünschen schöne Feiertage, frohe Weihnachten und schon heute einen guten Rutsch ins neue Jahr.